So, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, schönen Abend wünsche ich euch. Und jetzt werde ich mal wieder ein paar News abarbeiten, die bei Nintendo Direct vorgestellt wurden. Und zwar gibt es einige neue Infos zu New Super Luigi U, wobei die nicht wirklich neu sind, sondern eher nur eine Bestätigung von dem, was man ohnehin schon wusste. Aber ja, wie gesagt, New Super Luigi U. Das Spiel, was für die Nintendo Wii U kommt. Für die Wii U gab es ja relativ wenig Ankündigungen, während für den 3DS wieder sehr, sehr viele gab, was merkwürdig ist, weil der 3DS sowieso auf einem sehr, sehr guten Weg ist, während die Wii U schwächelt. Aber okay, 3DS-Spiele sind natürlich auch schön. 30 Millionen Mal verkauft erreichen auch viele, aber ja. Jedenfalls, New Super Luigi U wird eine reine Download-Erweiterung für New Super Mario Bros. U sein. Das sollte insofern klar sein. Und man braucht hierfür New Super Mario Bros. U, um New Super Luigi U spielen zu können. Kommt im Zyklus des Luigi-Jahres raus. Also, die Overworld wird die genau gleiche sein wie in New Super Mario Bros. U. Das steht nun offiziell fest. Man hatte schon in Bildern davor eigentlich fast vermuten können, aber ja. Aber jedes einzelne Level wird anders sein. Das ist auch das, was man schon hätte vermuten können und was jetzt sicher ist. 82 Level gibt es in New Super Mario Bros. U und auch in New Super Luigi's U gibt es 82 Level, die alle aktualisiert sind. Die etwas kürzer sein sollen, aber dafür viel schwieriger. Da muss ich noch schauen, wie das ist, weil Mario-Level sind jetzt nicht so lang, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel Donkey Kong-Level. Aber natürlich, wenn es dementsprechend gute Schwierigkeit hat, kann ich damit nicht leben. Kann ich damit gut leben. Solange die Level natürlich jetzt nicht ultra kurz sind oder so. Aber wie gesagt, wenn es eine super Schwierigkeit hat, dann ist es doch toll, wenn man erst so Mario Bros. U durchspielen kann und dann auch mal mit Luigi praktisch schwierigere Level hat. Ich hoffe auch, die Levels sind dann immer ein bisschen anders designt. Wenn ich da zum Beispiel an Super Mario 3D dann denke, die Spezialwelten, die irgendwie immer nur ein bisschen anders waren. Und sehr viel von vorherigen Level übernommen wurde. Ich hoffe, diesmal gibt man sich da, ja, tut man das ein bisschen ausweiten. Fest steht auch, dass Luigi wieder die alten Fähigkeiten hat, die ja in Super Mario Bros. 2 kurzzeitig weg waren. Dass er sich ein bisschen anders als Mario steuert. Was bedeutet, dass er höher springen kann als Mario. Aber ja, eben auch schwieriger zum Stehen kommt. Da gab es ja Diskussionen drüber, weil das in Super Mario Bros. Bisher nicht wirklich der Fall war, weil Nintendo eben wollte, dass alle Charaktere gleich spielbar sind, deswegen auch zwei Toads, was ich nicht ganz verstehe, aber gut. In 3D-Land hat er sich dann anders gelenkt und in Super Mario Galaxy auch und hier ist es auch wieder so. Was gut ist, dass man da nochmal ein anderes Handling hat. Und ja, eine weitere Sache, die bisher aber nicht bekannt war, man hat in jedem Level nur 100 Sekunden Zeit. Und das ist natürlich okay. Okay, interessant. Also, ich hatte ja bisher, wie gesagt, vermutet, also, ich habe gesagt, die Level sollten nicht ultra kurz sein. Man hatte schon in New Super Mario U relativ wenig Zeit, aber jetzt nur 100 Sekunden. Und ja, da frage ich mich, muss man dann nebenher Sternmünzen einsammeln? Weil wenn ja, könnte das alles sehr, sehr schmerzhaft werden, glaube ich. Ich glaube, man muss Sternmünzen einsammeln, da weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber das könnte definitiv spannend werden. Wie gesagt, es ist eine interessante Idee eigentlich, dass die Level dafür relativ schnell sind, aber sehr schwierig und man eben sehr wenig Zeit hat. Aber wie gesagt, die sollten halt auch nicht zu kurz sein. Aber da warte ich tatsächlich ab. Es hört sich bisher alles sehr interessant an. Und es hört sich auch an, als würde man nicht nur neue Level einbauen, sondern wirklich ein neues Spielgefühl vermitteln. Weswegen das ein sehr, sehr guter DLC werden könnte, meiner Meinung nach. Ich bin jedenfalls gespannt, was sich da noch so entwickelt, was für Informationen da noch kommen. Das ist jedenfalls das, was bisher feststeht. Und dazu würde mich eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Freut ihr euch auf das Spiel? Wie findet ihr die angekündigten Neuerungen? Das Spiel wird im Übrigen im Sommer diesen Jahres wahrscheinlich erscheinen.